Willkommen zu Frequent Traveler TV und wie ihr seht, auf meiner rechten Seite, rechts, also links von euch, rechts mein, links euch, seht ihr Freddy und mit Freddy haben wir ein neues Format. Erstmal sagt Freddy Hallo. Hallo in die Runde, guten Abend. Wo bist du eigentlich, Freddy? Ich bin in der Weltmetropole Posen, in Polen. In Polen, ja, deswegen ist das Internet gut. Ja, Essen ist geil. Essen mit gutem Internet, ja. Ja, geil. Bin ich neidisch. Also Polen ist noch ein geiles Ziel, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Gerade Danzig, besonders Danzig kann ich sehr empfehlen. Traumhaft schöne Stadt. Ja, das ist so ein Vorteil des Crew-Lebens. Man kann sich Städte angucken, man muss sich Städte angucken, die wir uns aussuchen, die sie sich aber nicht aussuchen können. Und das ist auch irgendwie so der Rahmen dieses Formats, was wir machen. Das ist ein neues Format und zwar wollen wir so ein bisschen aus unserer Gemeinschaft auf Zeit in der Röhre aus beiden Sichten berichten. Auf der einen Seite Freddy als Hardcore-Flugbegleiter innen und ich als Passagier außen, dass wir unsere verschiedenen Sichten auf Dinge besprechen. Und das erste Thema, was mir für diese Sendung aufgefallen ist, ist der Vorfall in dem 380er aus Bangkok nach München, wo ein Passagier verstorben ist, leider. Und dieses traurige Erlebnis soll aber für uns Anlass sein, dass wir einfach mal besprechen, was Flugbegleiter in ihrer Ausbildung machen müssen, damit sie Flugbegleiter sind für Medicals, aber auch was passiert an Bord, wenn so etwas passiert. Und das gilt eigentlich doch für alle Fluggesellschaften so 1:1, oder? Also mehr oder weniger. Genau, richtig. Im Rahmen der Grundausbildung, die in Modulen aufgeteilt ist, ist ein Modul Erste Hilfe, was jetzt über dieses standardmäßige Erste Hilfe, was man vielleicht vom Führerschein kennt, ein bisschen hinausgeht, weil wir auch noch ein paar andere Mittel an Bord haben. Und ja, das ist auch eine Pflichtaufgabe, die muss jeder bestehen, auch jedes Jahr im Recurrent, Cockpit sowie auch die Kabine. Also ist jetzt nicht so wie bei uns beim Führerschein gewesen. Einmal gemacht, ersten Hilfeschein geholt, abgegeben, danke, tschüss und weg. Nein, wir haben einen theoretischen Part und einen praktischen Part. Der praktische Part, der ist in einigen Dingen reell wie beim Führerschein, so diese Standardverbände machen, Reanimation. Dann haben wir aber natürlich auch flugspezifische Sachen. Ja? Wie lagern wir eine bewusstlose Person im Flugzeug oder in der Galley? Da gibt es ja auch besondere Situationen. Klar, stabile Seitenlage, aber vielleicht musst du zwischenlanden und dann kannst du diese Person logischerweise nicht auf dem Sitz verfrachten. Und wie positionierst du die Person? Wie ist es, wenn du Helfer an Bord hast? Ne? Haben wir Ärzte an Bord, sind wir, sage ich mal, ganz alleine, wer sitzt wo. Es gab zum Beispiel auf der Langstrecke schon mal den Fall, ein Dreier-Cockpit, da war zum Beispiel einer von den Co's selber mal Rettungssanitäter. Ja? Da war es sinnvoll, ihn mit in der Aktion zu haben und es war ausreichend, dass ja vorne der Kapitän und der andere der SFO geflogen ist und dann hat man das so gelöst, dass dann der First Officer dann mit in der Kabine ausgeholfen hat, was ja logischerweise auch Sinn gemacht hat, ne? Ja, lass uns das doch einfach mal in so einem Fall aufarbeiten. Und zwar in Bangkok ist das ja so, wie immer im Flugzeug. Bevor wir ins Flugzeug rankommen, werden wir ja im Flugzeug begrüßt. Und
Das ist ja jetzt nicht so, dass man uns unbedingt Hallo und Willkommen an Bord erklären will. Was hat das auf sich? Hat das auch schon etwas mit medizinischen Evaluationen zu tun? Unter anderem. Zum einen ist es natürlich der erste Eindruck für den Passagier uns gegenüber. Andererseits ist es aber für uns auch der erste Eindruck dem Passagier gegenüber. Heißt also, wir schauen uns die Gäste an. Natürlich sind es hunderte Gäste am Tag, aber wir registrieren wirklich schon sehr schnell, was das für eine Person ist. Und wir achten auf so ein paar Keyfacts. Zum Beispiel, ist die Person alkoholisiert? Das merkt man total schnell, ja, am Geruch, am Verhalten. Manche steigen ein und verhalten sich einfach total seltsam, ja. Ist der Passagier vielleicht, naja, nicht aggressiv, aber aufgebracht, ist wütend, diskutiert. Und unter anderem ist ein weiterer Punkt, ist der Passagier vielleicht, weiß ich nicht, angeschlagen? Geht's ihm nicht gut oder hat irgendwelche Wehwehchen? Es kann auch mal vorkommen, dass das Gate schon vorab anruft oder Bescheid sagt und sagt, hey, wir haben hier eine Person, XY, was sollen wir machen? Und dann meistens heißt es, ja gut, wir gucken uns die Person an. Ne? Wenn es jetzt ganz was Extremes ist, irgendwie fällt wirklich durch Aggressivität am Gate auf oder so, dann kann der Kapitän noch vorab sagen, nee, dann lassen wir den direkt stehen. Aber das sind so Parameter, auf die wir beim Einsteigen achten. Der Kollege ist ja in Bangkok auf seinem Sitzplatz gesessen, hat da die Tüte benutzt und hat da wohl Blut reingespuckt. Dann ist ja eine Kollegin drauf aufmerksam geworden. Was macht man dann in so einem Fall, wenn man so etwas sieht? Im ersten Moment, also die Abläufe an Bord sind klar strukturiert. Das heißt, jeder weiß, was er zu tun hat. Wir haben eine Checkliste für verschiedene Situationen, unter anderem auch für Erste-Hilfe-Situationen. Jetzt wird man wahrscheinlich denken, wofür braucht man dafür eine Checkliste? Und zwar geht es darum, in Stresssituationen kann es passieren, dass man vielleicht diese banalsten Dinge einfach nicht gerade auf dem Schirm hat oder vergisst. Und in dieser Checkliste ist ganz klar definiert, wer macht was und was muss gefragt werden und welche Maßnahmen leitet man ein. In so einem Fall, wenn ich das jetzt mitbekomme, ist das Wichtigste erstmal Kommunikation, meine Kollegen informieren. Wahrscheinlich wird das dann einer der Purser sein oder ein anderer Kollege, der dann den Purser informiert und ganz wichtig, vorab dann das Cockpit informiert, weil je nachdem, in welchem Prozess man ist jetzt, beim Boarding, beim Rollen oder wo auch immer, muss dieser Prozess umgehend erstmal unterbrochen werden, um dann zu schauen, was macht man. So, und dann wird, je nachdem, was das für ein Fall ist, Arzt ausgerufen und all die ganzen Maßnahmen, werden dann eingeleitet, die dann benötigt werden für diese Situation. In dem Fall war es ja so, dass ein Arzt gerufen wurde. Der Arzt hat Hand aufgelegt, also Puls gefühlt, den Zustand in Anwesenheit, glaube ich, sogar vom Kapitän evaluiert und hat gesagt, der Passagier ist fit to fly. Was passiert, wenn man keinen Arzt hat? Und wir haben ja auch schon Fälle gehabt, wie du jetzt gesagt hast, im Cockpit hatte den Rettungssanitäter. Ich kenne ja auch Fälle zum Beispiel bei Lufthansa, da gibt es Leute, die sind ausgebildete Mediziner, die Kabinen Ja, sind oder sogar Cockpit. Also das heißt, das ist jetzt nicht Lapchinskis, ne? Was wäre denn der Fall, wenn niemand da ist und der nur wirklich diese Ausbildung genossen hat, die jährliche Recurrent? Gibt es da irgendetwas, wo ihr anrufen könnt? Habt ihr auf dem iPad oder auf dem Telefon irgendeine App oder irgendwas, was ihr dann benutzen könnt? also wir haben natürlich, wie gesagt, unsere Checkliste und wir haben ein Manual. Das ist vorgegeben, das ist bei allen Airlines so. Du musst halt ein Manual haben für Sicherheitsverfahren, etc. Und da haben wir auch ein First Aid Manual mit allen gängigen Sachen, die halt auftreten können. Von einfach nur, sage ich jetzt mal ganz banal, Nasenprobleme bis hin zum Schlaganfall oder zur spritzenden Blutwunde als Beispiel. So, da kann man sich so ein bisschen lang hangeln. Letztendlich sind wir zum einen auf uns angewiesen und zum anderen auf den Kapitän und den Gast. Heißt also, wir kommunizieren mit dem Kapitän, mit dem Purser, der Purser rät und dem Gast. So, und dann müssen wir am Ende entscheiden als Kabinenbesatzung. Das ist wichtig. Sagen wir, brauchen wir jetzt ärztliche Hilfe? Ja, nein. Haben wir jemanden an Bord? Ja, nein. Falls nein. Und wir sind am Boden, dann würden wir gegebenenfalls einfach dann einen Rettungssanitäter holen, der dann drüber schaut. Letztendlich liegt die Hoheit beim Kapitän, der entscheidet. Zu 90% sagen die Kapitäne aber immer, auch beim Briefing,
oder 95%. Ihr seid die Kabine, ihr seid das Auge. Wenn ihr sagt, wir können das verantworten, Person XY mitzunehmen, dann machen wir das. Wenn ihr sagt, nein, ihr fühlt euch unwohl damit, dann machen wir das nicht. Und der Kapitän trägt dann die Entscheidung. Gut, das ist ja der alte Spruch, links auf Null Alpha ist die Verantwortung festgeschraubt. Heißt also im Prinzip, vorne links ist halt der, der gearscht ist, egal was passiert. Von Emirates weiß ich es, von Finnair weiß ich es auch, dass, also Finnair benutzt Metlink noch, Emirates hat Metlink benutzt. Das ist ein Dienstleister, glaube ich, aus den USA. Lufthansa benutzt auch Metlink. Da habe ich jetzt keine Kenntnis drüber. Emirates ist dann selber zu einer Inhouse-Lösung gegangen, weil man in Dubai direkt dann im OCC da ein Medical-Team hat, die da reagieren. Heißt also zum Beispiel, man kann dann auch rein theoretisch anrufen und sagen, du, wir haben das und das und ihr habt ja auch Geräte an Bord, wie zum Beispiel ein Defi und Genau. habt ihr auch Medikamente an Bord? Ja, wir haben ganz klassisch erstmal ein First Aid Kit an Bord. Wir unterscheiden da einmal ein First Aid Kit mit diesen ganzen Standardsachen, die man halt so braucht. Kann man so ein bisschen vergleichen wie so eine Reiseapotheke, nur in besser. Wir haben einmal eine Reiseapotheke im Trolley. Dann haben wir das First Aid Kit, wo auch schon wirklich ja, Sachen drin sind, die über die Erste Hilfe, sag ich mal, hinausgehen. Und dann haben wir zusätzlich ein Doktorskit dabei. Und dieses Doktorskit, bis auf das Nitrolingual-Spray, darf nur wirklich von einem Doktor angewendet werden. Da sind Ampullen drin mit Medikamenten, die einen Menschen umbringen können bei falscher Anwendung. Ja? Aber wir haben wirklich über den Standard hinaus Medikamente und Equipment dabei, die man so in keinem Verbandskasten in einem Auto findet als Beispiel. Ne? Natürlich haben wir auch noch ein Defi dabei, wir haben Beatmungsgeräte dabei. Also wir sind wirklich sehr, sehr, sehr gut ausgestattet. Müssen wir auch, wenn wir uns mal überlegen, wenn wir eine Langstrecke haben und gerade mitten auf dem Teich sind, können wir nicht so eben landen. Da brauchst du eine Zeit zum Überbrücken und da ist es einfach wichtig, dieses Equipment auch an Bord zu haben. Aber rein theoretisch darf das nur ein Arzt verabreichen, oder? Also. Genau, also beim Doktorskit dürfen das tatsächlich nur Ärzte machen. Gut, gut. Dann ist der Fall ja so weit gegangen, dass man in die Luft gegangen ist. Der Kollege ist dann auch, glaube ich, ohnmächtig geworden oder zusammengeklappt. Man hat ihn dann auf den Boden gelegt, hat ihn reanimiert. Und man muss ja ehrlichkeit aber sagen, 30 Minuten lang ist der versucht worden zu reanimieren. Also das ist schon, also ich muss ehrlich, also ich habe Gott sei Dank nur die Puppe gehabt bis jetzt in meinem Leben bei der Bundeswehr, bei Führerschein und so weiter. Allein die 4,5 Minuten gefühlt, die du an der Puppe Lang. rumwerkelst, das ist ja schon exhausting. Aber dann 30 Minuten, das ist eine krasse Leistung, muss man ehrlicherweise sagen, ne? Ja. Und da ist es auch wichtig, sich nach ganz wenigen Minuten, also wir haben meistens bei den Recurrence nie länger als 120, 160 Sekunden gemacht, sich dann abzuwechseln, also wirklich reine Reanimation. Weil es ist einfach brutal anstrengend. Man muss auch einfach konzentriert bleiben. Weil man darf nicht vergessen, man hat ja auch noch äußere Einflüsse. Es gibt natürlich andere Gäste und Passagiere, die immer gucken, immer schaulustig sind, die man hat ja immer Druck, ja, man weiß, da ist jetzt gerade Menschenleben, das ist jetzt reell. Es gibt auch Fälle, da ist die Familie dabei, die ja total aufgelöst ist in dem Moment, völlig verständlich, ja. Und deswegen, das ist echt heftig. Und da ziehe ich immer vor jeder Crew meinen Hut, die dann so eine Situation bewältigt. Ja, der ist ja dann leider verstorben. Und was mich nur wundert, ist, wo ist der Arzt geblieben, der an Bord war? Also warum ist, hat der nicht, also da gibt es ja auf Blick CH-Bericht und ich glaube, ein Kollege aus dem Pflegedienst, die sind da irgendwie nicht involviert gewesen. Das hat mich gewundert, weil ihr seid doch froh, wenn ihr Leute habt, die vom Fach sind. Da sagt ihr, okay, hier, du bist Arzt, du kannst das. Ja, eben. Ja, genau. Deswegen, also da, wieso das dann so gelaufen ist, kann ich letztendlich nicht beantworten. Vielleicht gab es auch von der Crew jemand, die oder der selber Personal ist, Pflegedienst, Arzt, was weiß ich. Deswegen kann ich da wenig zu sagen. Aber du hast recht, wenn wir Ärzte an Bord haben, sind das unsere ersten Ansprechpartner, weil ja, mehr Fachwissen geht nicht. Und wir haben ja auch in unserer App, unserer Passenger List,
sind zum Beispiel Ärzte auch hinterlegt. Ne? Ärzte können sich bei der Lufthansa registrieren lassen und dann werden die bei uns schon angezeigt und dann können wir direkt in ein, zwei Klick sehen, wo sitzt ein potenzieller Arzt oder wo würde ein Arzt sitzen. Ja, spannend. Das waren damals die, glaube ich, die 5000 Meilen, die man bei der Anmeldung bekommen hat. Und wo sich die Leute beschwert haben, dass wenn sie auf dem Flug arbeiten müssen, dass sie von der Lufthansa noch nicht mal einen feuchten Händedruck kriegen. Ich muss aber der Ehrlichkeit halber sagen, es gibt da quasi so gewissen Eid, den man da geschworen hat als Arzt. Und ich glaube nicht, dass man das wegen des Geldes machen sollte. Ich kann das natürlich verstehen, dass das etwas unangenehm ist, aber ich verstehe da diese Einstellung dann nicht, das nur so am Rande. Das gab ja da. Ja, gut, auch diesen Fall hatte ich schon mal gehabt. Ich hatte auch schon mal einen Arzteinsatz an Bord gehabt, war dann Gott sei Dank nicht so wild letztendlich. Wir haben aber genügend Möglichkeiten, die Lufthansa hat genügend Möglichkeiten, diese Person zu kompensieren. Wir zum Beispiel, als ich den Fall hatte, wir haben die zwei Ärzte, wir hatten das Glück, zwei Ärzte an Bord zu haben, wir haben die direkt an Bord kompensiert mit den Vouchern, mit den In-Flight-Vouchern, ja, wo man aussuchen kann, ob das jetzt eine geltliche Vergütung wird oder ob es per Meilen ist, ja. Also die Möglichkeit gibt es und die sollen wir auch nutzen. Es gibt dann auch extra so eine Hülle, wo dann steht, vielen Dank für Ihren Einsatz, ne? Also für Ärzte. Also das ist schon gewollt auf jeden Fall. Dann wurde gesagt, dass der Leichnam in der Galley gelagert wurde. Ich meine, das sind 380er gewesen, das muss in Economy gewesen sein. Man war dann auch schon wieder am Rückflug nach Bangkok, also ist wieder zurück, diverted, wie das schön Lufthansa oder im Aviation-Englisch heißt. Und was machst du mit dem in der Galley? Ich meine, das ist ja auch nicht hübsch. Nein, das ist richtig. Letztendlich muss man natürlich evaluieren, was jetzt für alle Beteiligten das Beste ist. Es ist eine für alle ungünstigste Situation. Ist von Airline zu Airline unterschiedlich. Es gibt Airlines, die sagen, okay, dieser Leichnam wird, sag ich mal, auf der Toilette verstaut. Es gibt Airlines, die haben einen Leichensack mit an Bord. Ja, und bei Lufthansa ist es halt diese Lösung, weil man sagt, naja, in die Kabine setzen, legen, macht man nicht. Auf die Toilette legen, hat man sich halt aus ethischen Gründen einfach dagegen entschieden, einfach aus Respekt. Und in der Galley sieht ihn einfach niemand, außer die Crew, je nachdem wo natürlich in der Galley. Man kann die Person da mehr oder weniger sichern, aber ich sag mal so, den geeigneten Ort findet man im Flugzeug nie, eine tote Person zu transportieren. Ja, ist einfach wirklich äußerst unglücklich und daher, ich hätte in der Situation tatsächlich auch die Galley ausgewählt. Ja, es ist unschön. Mir fällt leider auf, Leichenfach Emirates. Ich meine, der A380 von Emirates hat ein Compartment für Dead Body, weil die ja wirklich diese 17 Stunden lange Flüge haben und so weiter. Ich weiß aber nicht, wo der ehrlicherweise ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mit 2 Metern, ob ich da überhaupt reinpassen würde, wenn ich da den Sittich mache, weiß ich auch nicht. Also, wie wir festgestellt haben, ist alles da natürlich sehr uncool. Bei der Landung muss er ja auch gesichert werden irgendwie, ne? Das kannst du in der Galley aber auch nicht bewerkstelligen, oder? Ja, mehr oder weniger. Es gibt da schon so ein paar Möglichkeiten, ihn da mit den Beinen zu fixieren. Und ja, letztendlich ist es einfach super unangenehm für alle Parteien, ne? Also die ungünstigste Möglichkeit ist wirklich in der Kabine. Man sagt immer, die Person soll auf jeden Fall abgedeckt werden mit Decken und ja. Ja, also ich hatte das mal in der 747 in der First Class, da ist auch Passagier abgedeckt worden mit. Ne? Ja, aber jetzt nach der Landung, im Prinzip können die Leute eigentlich raus, bevor die Leiche geborgen wurde, oder wird erst quasi die Leiche debordet und dann der Rest? Ja, auch das ist situationsabhängig. Ich kenne es so oder so, hat man es uns geschult, dass quasi erst die Person versorgt wird, weil ja auch für die, letztendlich ist es ja auch wichtig, erstmal zu ermitteln, woran ist er gestorben. Also rein theoretisch, natürlich nur in der Theorie, er könnte ja auch an Bord irgendwie umgebracht worden sein, wieso, weshalb, warum auch immer. Ne? Wir wissen ja alle, welche Eventualitäten immer in Betracht kommen. Und deswegen kommt dann auch immer die Polizei und ein Leichnam, der muss ja auch dann, sag ich mal, So nach dem das Motto heißt Dr. abgenommen werden. Watson.
Ja, ne, also der Tod muss ja auch von einem Arzt erstmal offiziell festgestellt werden. Das darf ja auch nicht jeder, ne? Und da wird geguckt, wie ist er, wie gesagt, gestorben. Und wenn ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden kann, dann können halt auch alle, sage ich mal, gehen, ne? Aber wie gesagt, auch das wird wahrscheinlich situationsabhängig sein dann immer. Dann nach der Landung gibt es dann so eine Art, also ich kenne das von anderen Situationen bei der Feuerwehr oder sowas, da gibt es ja dann Seelsorger oder solche Interventions-Teams. Gibt es da auch was für die Passagiere? Gibt es da was für die Crew? Was ist da dein Kenntnisstand? Also für Crews gibt es das auf jeden Fall. Da gibt es das sogenannte CISM-Team. Die sind genau auf sowas spezialisiert. Das muss jetzt nicht nur so ein Todesfall sein. Es können auch andere Situationen sein, die an Bord passieren. Ja, wo man dann wirklich von Seelsorgern und wirklich speziell ausgebildeten Leuten betreut wird. Diese Damen und Herren unterliegen auch der Schweigepflicht tatsächlich. Ja, zumindest bei uns bei Lufthansa ist das so. Von daher, also da gibt es wirklich maximale Unterstützung auch seitens der Firma. Letztendlich ist man ja auch als Crew dann erstmal, steht man da ja unter Schock. So eine Situation ist einfach nicht schön. Und ja, die Situation wird aufgearbeitet. Jeder muss einen Report schreiben, denn auch aus so einer Situation kann man wieder lernen. Ja, und da wird analysiert, was ist passiert, was hätte man besser machen können, was ist gut gelaufen. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Das wird in jeder Situation so gemacht. Beispiel: Startabbrüche kommen in der Luftfahrt vor, täglich. Ist jetzt erstmal nichts Wildes. Trotzdem muss immer ein Report geschrieben werden, weil das einfach kein normales Event in dem Sinne ist. Es ist halt ja, außerplanmäßig, und da wird immer geguckt, woran hat es gelegen, gab es eine Fehlerkette, ist vorher schon was gut gelaufen, und das ist halt die Luftfahrt. Man möchte immer aus jedem Ereignis lernen. Was ja auch sehr gut ist. Ich glaube mal, dass wir jetzt dieses Thema Notfall durchaus intensiv behandelt haben und dass man festhalten kann, dass man in der Luft doch besser versorgt ist als beim örtlichen Busverkehr, um es mal so zu formulieren. Es ist halt immer wieder spannend und was mich immer wieder fasziniert, ist, was für Leute in der Kabine sind und also wie gesagt, dass man wirklich gar nicht davon ausgehen sollte, dass die Leute dann nur eine sechswöchige Ausbildung haben und nichts anderes in ihrem Leben erreicht haben. Man ist da durchaus verwundert, was da für Karrieren sind, Ärzte und so weiter. Ich glaube, das Opernsänger hatten wir auch gehabt, bei Lufthansa mal auf dem Flug. Also, dass da wirklich alles Mögliche ist. Und das ist ja auch der Sinn und Zweck dieser Sendung, dass wir mehr Verständnis zwischen den Leuten bringen auf der einen und der anderen Seite und feststellen, wir sind nicht auf der einen oder anderen Seite, wir sind halt eine Gemeinschaft auf Zeit. Und deshalb solltet ihr jetzt einmal unten wie immer reich kommentieren, den Kanal abonnieren, aber auch schreiben, was ihr von dem neuen Format haltet, was wir übrigens auch exklusiv Kanalmitgliedern zuerst zeigen und dann erst die breite Öffentlichkeit. Wir wollen es regelmäßig machen, ne, Freddy? Also die Sendung, nicht damit wir hier Missverständnisse. Sendung. Ja, jetzt ist natürlich die spannende Frage: Hast du einen Namen für dieses Format? Nee, habe ich gar nicht. Ich habe es einfach spontan. Ich habe dich ja angesprochen und gesagt, wollen wir es machen? Und du hast ja geschrien. Und du weißt ja, wenn du willig bist, machen wir es. Wenn du nicht willig bist, brauche ich Gewalt. Und Genauso kenne ich es, ja, also genauso kenne ich es. so sinngemäß, ich weiß gar nicht, wie das ging. Und wir haben übrigens Stammtisch in Köln, ne? Das ist ja gar nicht so weit weg von deiner Behausung. Genau, ich wohne in der schönsten Stadt am Rhein, in Düsseldorf, ist ja bekanntlich nicht ganz so weit weg von Köln und liegt auf der richtigen Rheinseite, nur damit, weil ich jetzt wusste, dass das gleich wieder kommen wird. Ja, ich wusste aber nicht, dass du in Neuss wohnst. Aber nichtsdestotrotz, wir haben sie alle lieb. Ich Das bin in stimmt, das Köln auch stimmt. auf der falschen Seite, auf der Schelsig, aber nur damit man den Dom besser sieht, weil das ist halt das, was man vom Hyatt aus sieht. Am 19. in Frankfurt, am 20. in Aachen und am 21. in Köln haben wir Stammtisch. Wenn Freddy, weißt du schon eigentlich, was du am
19., nee Quatsch, am 21. machst? Im Plan steht's. Ich habe noch gar nicht reingeguckt. Kann ich gleich gerne mal machen. Kannst du das jetzt schnell machen oder ist das... Nee, wir Nee, lassen muss die ich mich Leute im einloggen. Unklaren. Wenn ihr Ja, ich lasse kommt, die Leute kommt um. ihr... Ja, lasst im Unklaren. Freddy kann erscheinen. Es könnte passieren. Jawohl. Also, wenn ihr ein Thema habt, was wir besprechen sollen, wo es um das Thema Passagiere, Kabine, Kabine, Passagiere geht, auch hier kommentieren. Und wir bedanken uns, dass ihr heute dabei wart und wir freuen uns auf bald, ne? Definitiv, definitiv. Und immer her mit Themenvorschlägen. Wir sind da sehr offen und freuen uns auf eure ja, möchten mit euch intervenieren. Intervenieren, das ist gut. Und vor allem, du Ja. bist offen, heißt also nicht ganz dicht. Das macht ja die Sendung auch spannend. Und Richtig, richtig, ja. so, jetzt geben wir den Leuten den Abspann. Ich mache nochmal den Winke-Kasper hier aus der Villa Premium Deluxe. Also bis dann, ciao.